Wird Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool. Willkommen hier auf dem Hobbystand. Sieht so aus wie ein Wakeboard, ist aber tatsächlich ein Stand-Up-Paddleboard mit Stepper-Funktion. Das heißt, ich habe hier eine Handle in der Hand. Ja, das sieht aus wie Bremsen, ist es aber tatsächlich nicht. Damit bediene ich hinten das Ruder. Wenn ihr hinten guckt, da ist normalerweise das Ruderblatt runter. Wenn ich hier an der linken Handle ziehe, fahre ich das Board nach links. Und hier an der rechten Handle fahre ich das Board nach rechts. Wie treibe ich das Brett an? Zwar wieder mit unserem Hobby Mirage Antrieb. Wenn ich diese Step-Funktion hier vornehme, wie im Gym oder wie ich zu Hause stehen habe, treibe ich die Finnen an. Die Finnen sehen wie folgt aus. Das ist unser sogenannter Pinguin-Antrieb. Ja? Hier trete ich oben drauf. Abgeguckt beim Pinguin. Das ist letztendlich Biotechnologie. Die Finnen flexen unter Wasser und treiben so das Brett vorwärts. Das ist halt ein unglaublich gutes Sportgerät, trainiert den ganzen Körper und ist sehr beliebt im Verleihbetrieb, aber auch im Gymbereich. Für das Hobby Mirage Eclipse muss ich ungefähr 2.500 Euro ausgeben. Kommt so auf die Länge des Brettes an und auf das jeweilige Modell. Wurde Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool.